Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Prüfungsfrage entwickle ich Lösungen, in dieser Videoserie wollte ich sagen, entwickle ich Lösungen zu Prüfungsfragen. Diesmal geht es wieder um eine Prüfungsfrage aus dem Bereich Volkswirtschaftslehre, und zwar um die soziale Marktwirtschaft. Und wir werden hier aufgefordert, drei Elemente der sozialen Marktwirtschaft zu nennen. Nun, zunächst mal besteht der Begriff Marktwirtschaft aus soziale Marktwirtschaft aus zwei Begriffen, nämlich aus Marktwirtschaft und sozialer Marktwirtschaft. Und das Ganze lässt sich zusammenfassen in einer Formel. So viel Freiheit wie möglich. Marktwirtschaft heißt ja Freiheit, Freispiel der Kräfte, freie Preisbildung am Markt. So viel Freiheit wie möglich. So viel Kontrolle und staatliche Eingriffe wie nötig. Freiheit so viel wie möglich, Kontrolle und staatliche Eingriffe so viel wie nötig. Und daran kann man nun drei Elemente anknüpfen, zum Beispiel Freiheit, da haben wir ganz klar das Element Privateigentum. Bei staatlicher Kontrolle haben wir zum Beispiel zwei sehr wirksame Gesetze, zum Beispiel das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Das ist staatliche Kontrolle. Und damit verbunden auch natürlich Eingriffe. Das kann man nicht ganz trennen. Ja, denn wenn man gegen das UWG verstößt, dann greift der Staat durch seine Gerichtsbarkeit durchaus auch ein, wenn dann jemand klagt. Staatliche Eingriffe, was ist das? Das sind zum Beispiel die Sozialversicherungssysteme. Ja, also Sie kennen das. AV, Arbeitslosenversicherung, RV, Rentenversicherung, KV, Krankenversicherung und PV, Pflegeversicherung. Das sind Elemente der sozialen Marktwirtschaft. Der Staat greift hier ein und sagt, wir müssen hier ein generelles System schaffen, um diesen Zielen hier zu genügen. Das sind ganz klare staatliche Eingriffe. Also wir können nennen Sozialversicherungssysteme, das Privateigentum und hier die Gesetzgebung UWG und GWB. Damit haben wir drei Elemente genannt. Alles Gute für dieses Video. Für Ihre weitere Karriere rate ich Ihnen unbedingt, klicken Sie unter dem Video auf www.sparslerndenk-shop.de. Wertvolle Lernhilfen von mir, von Schnelllernexperten warten dort auf Sie. Verpassen Sie es nicht. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.